Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu LS15. Wir waren letztes Mal hier beim Dreschen stehen geblieben. Und hier machen wir natürlich weiter. Ich habe mein Lenkrad jetzt gescheit eingestellt. Jetzt sollte es laufen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich es eingestellt habe, schreibt wieder einen Kommentar. Wenn ihr wissen wollt, was das für eine Map ist, guckt den ersten Part an. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Unter anderem könnt ihr auch noch unter diesem Video schreiben, ob ihr eine Map-Rundfahrt wollt oder nicht. Könnt ihr jederzeit schreiben. Oh, das letzte Mal sind wir da stehen geblieben, da unten. Natürlich machen wir jetzt weiter. Wenn ihr Spaß an meinen Videos habt, könnt ihr es ruhig unten in den Kommentaren sagen. Bin sehr für Feedback. Wenn ihr sagt, hey, wie sieht's aus? Könntest du nicht vielleicht die Tonspur oder irgendwie sowas noch umändern? Lauter stellen oder leise? Dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Wie sieht's mit den Hintergrundgeräuschen aus? Nervt euch da irgendwas? Wenn ja, sagt mir bitte Bescheid. Würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr sagt, hey, du, im Hintergrund stört mich dies und das, dann sagt mir da einfach Bescheid. So. Wie gesagt, wollt ihr große Maschinen sehen oder wollt ihr sehen, wie ich mich hocharbeite? Frontladerarbeiten bzw. Forstarbeiten werdet ihr wahrscheinlich noch in diesen Ferien sehen, in den Weihnachtsferien, wenn ich meinen Joystick habe. Wir haben jetzt die erste Woche. Heute ist Heiligabend. Wie gesagt, nein, gestern war Heiligabend, weil diese Folge nämlich am nächsten Tag kommt. Wie gesagt, nochmal ein schönes Fest. Ich hoffe, ihr habt gute Geschenke bekommen. Mich würde es interessieren, was ihr bekommen habt. Ich persönlich weiß es noch nicht, weil ich diese ganzen Parts, vier Parts nehme ich auf. Die an Heiligabend, dann an diesem Tag, wo Heiligabend ist, aufgenommen werden. Deswegen weiß ich noch nicht, was ich bekomme. In den nächsten Parts werde ich auf jeden Fall sagen, was ihr... Entschuldigung. Werde ich auf jeden Fall in den Parts sagen, was ich bekommen habe. Was mich auch interessieren würde. Themenvorschläge. Ihr könnt unten in die Kommentare Themenvorschläge reinbringen. Wenn ihr sagt, hey, rede mal über ein bestimmtes Thema... über Gott und die Welt, über Religionen, obwohl da relativ stark sie gespalten sind. Wenn ihr aber darüber was wissen wollt, ich habe ein paar Freunde, von denen ich ein bisschen was gelernt habe, dann könnt ihr mir da gerne was sagen, schreiben, Entschuldigung für den Sprachfehler, könnt ihr mir gerne drunter irgendwas sagen, könnt ihr sagen, hey, wie sieht's aus, rede mal über Demokratie oder über von mir aus sogar, wenn ihr wollt, über Bands. Wenn jemand, keine Ahnung, die Band Schlamputzki aus Kentucky kennt, dann könnt ihr das ruhig drunter schreiben, dann google ich mal, ihr solltet schon mir eine Band nennen, wenn ihr darüber was wissen wollt. Solltet ihr schon den richtigen Namen schreiben. Jetzt mal nur so ein kleines Beispiel. Wenn ihr Spaß an meinen Let's Plays habt, könnt ihr mir das ruhig sagen. Ich bin für jeden Kommentar dankbar. Wenn ihr jetzt denkt, okay, wie sieht's aus, willst du nicht geliked werden? Mir kommt es nicht auf die Zahlen an. Mir kommt es darauf an, dass ihr unterhalten seid und Spaß daran habt, meine Videos zu schauen. Mir ist es scheißegal, wenn ihr... Entschuldigung für den Kraftausdruck. Wenn ihr aber sagt, ja, ey, willst du keine Abos? Mir ist es egal. Es ist eure freie Entscheidung. Mir ist es egal, wenn ihr sagt, okay, deine Videos sind gut. Ich bombe, ich möchte jetzt nicht übertreiben. Wenn ihr sagt, die Videos sind gut, dann alles klar. Freut mich das erstens, dass ihr so
dass ich so tolles Feedback bekomme. Und zweitens, weiß ich auch, dass ihr Spaß daran habt. Das freut mich halt einfach. Wenn ihr irgendwie Fragen habt zum Lenkrad, welche Einstellungen, wenn ihr Map-Vorschläge habt, wenn ihr Mod-Vorstellungen haben wollt, von mir aus auch Map-Vorstellungen, sagt mir das bitte. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr sagt, okay, hey Dominik, wir wollen dies, das. Ich möchte jetzt, wenn ihr dieses Rauschen, wenn ihr irgendein Rauschen hört oder so, sagt mir da bitte Bescheid, dann gucke ich, was sich da machen lässt. Ich persönlich werde dann noch nicht jetzt, aber wenn das mit dem Kanal gut läuft, werde ich mich mal um ein gutes Headset bzw. um ein gutes Mikrofon kümmern. Mal gucken, ob man da was Gescheites bekommt. Wenn ihr doch Spaß habt, sagt hey, wir wollen noch mehr Videos sehen, deine Tonqualität klingt aber nicht so gut. Wollte jetzt ein anderes Wort sagen, wollte ich aber nicht sagen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt unbedingt eine bessere Tonqualität, wir gucken dich dann dadurch auch mehr an, beziehungsweise uns würde es halt für die Ohren, wäre es dann halt besser, kein Problem. Sagt mir da ruhig Bescheid, ich würde mich sehr drüber freuen. Was mich interessieren würde, geht ihr irgendwie in den Ferien, in den Urlaub, Oma besuchen, in, keine Ahnung, vielleicht im Ausland, in der Türkei, wenn ihr ausländische Wurzeln in der Türkei habt. Türkei ist ein sehr schönes Land, ich möchte mal hinreisen, wenn ich erwachsen bin. Zum Beispiel Istanbul, Ankara, Kirche. Ich persönlich bin zwar Deutscher, aber ich finde Fenerbahçe gut, persönlich. Also in meiner Schule gibt es da immer sehr viel Streit. Ich persönlich finde es immer ganz lustig, wie sich die Parteien sich da so drüber aufregen. Wenn ihr Spaß an den Videos habt, könnt ihr mir bitte immer Bescheid sagen. Wenn ihr ein Thema habt, sei es auch über die Landwirtschaft, ich persönlich helfe auf einem Betrieb, bin auch gerade dabei, den T-Führerschein zu machen, den Traktorführerschein. Könnt ihr mir da ruhig Bescheid sagen, wir müssen jetzt erstmal in Lernen gehen. Könnt ihr mir da ruhig Bescheid sagen, ist gar kein Thema. Ich persönlich, oder wenn ihr Fragen habt zum Aufnahmeprogramm, oder zum Renderprogramm, ich persönlich habe das jetzt alles bloß hinbekommen. Durch Tutorials. Es gibt viele und gute Tutorials. Dieses Programm, wo ich nehme, heißt Loilo. Klingt bescheuert, aber ist sehr leicht für Anfänger. Ist leicht zu bedienen. Ich habe es direkt kapiert, obwohl ich so ein Computer-Nerd bin. Ich bin froh, wenn ich die Parts überhaupt auf YouTube laden kann und die Kommentare schreiben könnt. Darüber freue ich mich jetzt schon. Wenn ich den Führerschein habe, werde ich euch nochmal Bescheid sagen. Wenn ihr darüber irgendwie Videos sehen wollt, bei irgendwelchen Arbeiten, ZB-Gruppe und sehen oder so, könnt ihr mir da ruhig auch Bescheid sagen. Was mich jetzt am meisten interessieren würde, wären Themenvorschläge. Ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Mal auf die Zeit duschen. Wir haben jetzt gleich 9 Minuten erreicht. Bei mir wird es 15 Minuten Parts geben. Mehr möchte ich nicht machen. 15 Minuten ist eigentlich eine gute Zahl, finde ich. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Wenn ihr da was Längeres sehen wollt, könnt ihr mir da ruhig Bescheid sagen. Was mich auch interessieren täte, wie viele Parts wollt ihr am Tag sehen? Ich kriege vielleicht maximal 2 hin, wenn es gut läuft. 2 Parts wären gut. Wenn ihr sagt, nee du, wir möchten lieber 3 sehen. Also mehr wie 4 geht bei mir nicht. 4 ist bei mir unterste Grenze. Ich krieg's von der Zeit her nicht hin. Ich muss auch gucken, wie lange ich jetzt brauche zum Rendern. Weil, Rendern und so dauert lange wegen meiner Internetleitung. Wir haben nur eine 6000er. Sei denn, ich kann mal so einen Aufnahmemarathon machen, wo ich so vielleicht so ein paar Stunden, ne? Oder so, ja,
paar Stunden aufnehmen. Wenn jemand eine bessere Leitung hat, schicke ich ihm die Videos und er darf sie dann rendern. Wenn sich jemand darüber aufregt, dass es nicht so viele Parts gibt. Ich werde jetzt am Anfang auf jeden Fall mal erst 2 Parts am Tag raushauen. Unten in die Kommentare könnt ihr auf jeden Fall Bescheid sagen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich würde die Kommentare, würde ich persönlich rausschreiben, die ich gut finde, und würde dann die hier im Let's Play vorlesen. Wenn ihr darauf Lust hättet, müsst ihr wissen, könnt ihr Bescheid sagen. Ich werde erst die Qualität auf 720p hochstellen, wenn ich merke, okay, es geht mit dem Kanal voran. Ich werde jetzt am Anfang mit 480p die Videos machen, weil ich finde es sonst einfach zu hoch, schon am Anfang mit Full HD anzufangen, weil was bringt's mir? Würde mich sehr interessieren, wie ihr jetzt alles findet. Ich habe, wenn mich nicht alles täuscht, die Grafik hochgestellt. Ja, Grafik habe ich, glaube ich, hochgestellt auf Medium. Mehr geht bei mir nicht. Sonst leckt das Spiel oder stürzt innerhalb kürzester Zeit ab. Ich habe den Patch 1.2 drauf. Wen es interessiert, die Mods kann ich in einem anderen Part mal vorstellen, wenn ihr darauf Lust hättet. Mod-Vorstellungen, Map-Vorstellungen, Vorschläge von Maps und Mods sind bei mir gerne gesehen. Stelle ich gerne vor. Wenn die Map keine Probleme macht, könnte es sogar sein, dass ich da ein Let's Play drauf starte. Ich habe mir gedacht, jetzt auf jeden Fall mal hochzuarbeiten, bis wir alle Felder haben. Ihr seht die Map. Es ist keine Vierfach-Map. Es gibt an die... Augenblick. Ich glaube... 72, Entschuldigung, wenn man auf die Map startet und nicht da drauf, wie man fährt, passiert halt sowas, gehört dazu. Ich werde auf jeden Fall, wenn irgendwas schief geht, nichts rausschneiden. Ich persönlich finde die Videos eigentlich ganz gut. War ein Spaß, nein. Wir haben jetzt 12 Minuten erreicht. Wie gesagt, Themenvorschläge freut mich sehr. So, beziehungsweise, wer die erste Folge noch nicht angeguckt hat, die Frage, da hinten sind Sonnenblumen, rechts vom Drescher jetzt aus, dieses komische, sieht man die Sonnenblumen, was mich interessieren würde, kann man mit diesem Drescher die abernten? Wenn ja, bitte unten in die Kommentare, so schnell wie möglich, würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr mir da was sagen könntet, sonst... Wenn es da nichts gibt, würde ich die Sonnenblumen untergrubbern. Wir werden jetzt die Felder mal abernten. Dann werde ich mal die Zeit hochstellen. Dann werde ich mal das Zuckerrübenfeld abernten mit diesem kleinen. Das wird noch lustig. Da wird mal auch ein paar Parts dran sein. Dann fangen wir an mit Grubbern. Sehen. Und dann sehen wir weiter. Wenn ihr... lustig seid, und Spaß dran habt, ja, dann können wir ruhig da mal vielleicht sogar mit der Community was gemeinsam machen. Du und ich, ja. Ich sprich dich jetzt vom Laptop an, beziehungsweise vor deinem PC. Spreche ich dich an, ja, dich, genau du, genau du. Richtig, gut, du hast gemerkt, dass ich dich anspreche. Möchtet ihr, also ich persönlich mag es realistische fahren, nicht durch die Ernte. Wenn ihr sagt, okay, wir wollen dich realistisch fahren sehen, dann können wir da ruhig was machen. Ah, ich bin fast voll, das lohnt sich nicht mehr fürs Vorgewende. Dann können wir da ruhig mal, könntet ihr auch das unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was Genaues wissen wollt. So, wir sind jetzt gleich am Ende. Entschuldigung. Diesem Part. Vor allem, wie es mit dem Spielsound aussieht, soll ich hochstellen oder passt es so, wenn ihr da was lauter haben wollt? So. Wir sind jetzt... Ja, wir sind jetzt schon am Ende dieses Parts.
Ich wünsche euch noch fröhliche Weihnachten, ne? Und wünsche euch noch einen guten Start ins neue Jahr. Bis dahin.